die Immobilienbranche maschelt sich auf. Jetzt ist es wieder soweit. Die Branche tanzt in der Hofburg an. Ballorganisator Reinhard Einwaller und Fachverbandsobmann Thomas Mallott laden zum mittlerweile 8. Immobilienball und freuen sich auch heuer, die zahlreich erschienenen Gäste begrüßen zu dürfen. Der Immobilienball ist das gesellschaftliche Ereignis der österreichischen Immobilienwirtschaft. Unverzichtbar in der Zwischenzeit fester Bestandteil des Ballkalenders einerseits, ich hoffe fester Bestandteil jedes Immobilientrends auf der anderen Seite. Der Immobilienball ist das Fest der Immobilienwirtschaft in einem wunderbaren Ambiente, in einem Haus, das leider nicht uns gehört. Es ist die Hofburg natürlich eine sensationelle Location dafür und als solches, glaube ich, für die Branche ein nettes Wahrzeichen, in einem so schönen Haus einen so schönen Ball zu haben. Wir freuen uns, dass es so eine Veranstaltung gibt, wo man jeden trifft, der Rang und Namen hat, weil ich heute reden kann mit dem Herrn Bisetzki und mit dem Herrn Eugen Otto und alle sind da und man unterhält sich locker. Für mich ist es ein irrsinnig toller Abend mit vielen Freunden. Mit vielen Bekannten, mit tollen Gesprächen und mit ausgelassener Atmosphäre. Ja, hier treffen sich Menschen, hier netzwerken wir. Wir treffen Freunde, wir treffen Kunden, wir treffen Kollegen und das gehört dazu. Ich bin an sich kein Ballgeher, aber das ist so eine nette Kombination zwischen Spaß und auch Arbeit, dass man wirklich gern jedes Jahr kommt. Es ist ein sehr netter Event, wo man sich trifft, wo alle zusammenkommen. Es ist ein gemeinsames Feiern der Erfolge. Und die Hofburg bietet ausreichend Platz zum Feiern. Zwischen Diskothek, Walzerklängen und Matschu bleibt auch in diesem Jahr genügend Zeit, neben gesellschaftlichen, auch geschäftliche Kontakte im Dreivierteltag zu pflegen. Eigentlich ist der Ball eine Veranstaltung auch zum Tanzen, zum Unterhalten. Aber es lässt sich das Netzwerken selbst beim besten Willen nicht vermeiden. Ich bin Tänzer, allerdings wahrscheinlich am Immobilienball werde ich weniger Gelegenheit dazu haben, weil man mehr spricht als tanzt. Wobei Gelegenheit macht Tänzer, zumindest am Immobilienball. Ich tanze sehr, sehr gerne, am liebsten mit meiner Frau, weil die kann mich so gut führen. Meine Frau ist mir momentan abhanden gekommen, aber wenn Sie wollen, können wir eine Runde drehen. Ich habe eine Gattin, sie zehrt mich aber nicht auf die Tanzfläche, weil sie sehr verständnisvoll ist. Ich bin ein Turniertänzer, ich tue nie tanzen. Wie der Markus sagt, das ist Tiroler, Turniertänzer, Turniertänzen. Ja, also ja, genau so ist es. Ich bin froh, dass ich nicht tanzen muss und die Damen auch. Ich habe über 90 Kilo. Schwer war 2012 mitunter auch, aber Ende gut, alles gut. Also ich kann für uns sagen, 2012 erlaubt mir, auf dem mobilen Ball zu feiern. Ich bin optimistisch gestimmt, dass wir nächstes Jahr am Ball vielleicht mehr Champagner noch haben als Orangensaft hier. Wenn es gut läuft, kann man sich feiern und das ist schön heute.